So, ein weiterer Try mit dem Hydra Tor zu gewinnen. Ist ehrlich schwer. Man kann es vor allem gut schaffen, nur wenn man dieses Lebensding bekommt. Aber es ist ehrlich, man kann echt nicht so leicht gegen den gewinnen, gegen den Boss am Ende. Auch generell eigentlich nicht so weit kommen. Wir spielen heute aber mit Snakes. Die kosten ja null. Dann machen wir. Wir gucken mal, wie viele Snakes wir dann spielen. Wir müssten schon Hydra Tor Level 0 bekommen, eigentlich. Auch Level 0. Auch keine Kosten bekommen. Mal gucken, wie das aussehen wird. Ich würde schauen, wie viele Snake Rose würde ich gerne spielen. Mindestens 3 würde ich sagen. Also Chest und dann 3 Rose. Mal gucken. Also jetzt brauche ich die, vielleicht so, wenn die so 2 kosten, dann 1, 2 stacken. Mal gucken. Gleich kommt die Runde, wo man so jetzt. Ren Tower jetzt Upgrade, das heißt, wir kommen jetzt mehr Snake Tower. Snake Tower und Hydra. Ja, machen wir. Ach, ich bin dumm! Andersrum setzen können, dass sie 0 gekostet. Ich Idiot! Oh mein Gott. Was war das? Oh Mann. Ich glaube, jetzt muss ich schon die Hydra aber stacken. Was kosten die im Moment denn? Ich glaube, die kosten noch 5, ne? 5. Ah, ist doch ganz schön viel. Egal, hier fange ich schon mal an. Ich schlau die zu stacken, oder? Ah ne, die müssen ja gar nicht sterben, ist egal dann, ne? Die müssen nur drauf sein. Ich muss auch den Boss gleich schaffen, das wird das Schwierigere. Haben wir eine Chest und. Okay, jetzt erstmal eine Snake. Ich glaube noch eine Hydra. Nächste Runde. So. Ich weiß nicht, ob wann wir es schaffen. Das Gold ist halt auch relativ wenig, aber es. Oh, ist keiner gestorben. Dann machen wir Endturn. Gold können wir nicht so nur noch rausgeben, falls wir spawnen. Komm, mach doch. War kaputt. Ja, okay, die. Ist jetzt so 3 kosten weniger. Okay, nee, jetzt komplett alles kosten. Okay. Noch Hydras. Bam. Chess und Snake. Schade. Ich weiß nicht, ob wir das gewinnen. Wir gucken mal. Das sieht schlecht aus. Schade. Oh, so knapp. Oh, so knapp. Gerade am Ende. Oh, immer so belastend. So, nächster Try, Hydra Trauer drauf, bam, nächste Runde. Wir spielen jetzt also gerade was gut, wir hätten nur so 2-3 mehr Schaden gebraucht, ein bisschen unlucky. Das heißt einfach, eine Snake mehr und man hat es auf jeden Fall. Ich habe die Chest gespielt, ich weiß nicht, ob die Chest euch dann ein bisschen unnötig und ihr am Ende spielt. So, dass wir die Hydra Towers jetzt Hydra Towers drauf machen, bis man eigentlich die ganze Zeit Hydra Towers jetzt spielen. Bis eine Chest oder ein Snake kommt. Wenn jetzt direkt gleich eine Chest kommt, lohnt sich's vielleicht noch. Am Ende dann muss man gucken, ob man dann nicht lieber noch auf die Snake schiebt oder auf eine Hydra. Weil dass man den Boss einfach schafft. Im Moment geht's easy klar. So, jetzt noch eine Hydra auf jeden Fall. Und dann können wir weiter gucken. So, Rarity Upgrade.
Jetzt, okay, wenn jetzt, genau, das ist jetzt der Fall, wo ich eine Chest kaufen würde. In so einer Runde würde ich dann die Chest kaufen, weil dann haben wir, dann geht sie sich mehr aus. Jetzt haben wir pro Runde 2 Gold mehr und die kostet 5. Das heißt, nach 3 Runden hat sich's gelohnt. Und die ist jetzt auf jeden Fall noch vor 3 Runden. Oh, wir verlieren jetzt aber die Runde dafür. Schade. Aber es kann den, kein Ding, kein Ding. Jetzt haben wir nämlich mehr Hydras und Snake Towers gleich dafür. So. Ich mach's so lieber. Jetzt. Warte, was? Oh mein Gott, Junge, was? Ich glaube. Jetzt ist die Runde. Okay, nice. Ding. Doppel. Wir könnten Doppel-Hydra spielen jetzt. Das wäre, glaube ich, gut. Doppel-Hydra. Oh, ballern wir drauf. Ah, es ist dumm, die Mannschaft zu setzen, ne? Oh, das schaffen die nicht. Okay, nice, doch. Stimmt. Zum Glück. Es muss also eine immer sterben und dann zählen alle, die drauf sind. Und jetzt spielen wir nochmal Doppel. Hydra. Und jetzt Snakes. Ich glaube, jetzt probieren wir noch eine. Wie haben wir denn die Roulette-Runde gespielt? Ich glaube, genau so hatten wir da schon zwei Snakes. Ich glaube, nur einen hatten wir, oder? Da wir da schon zwei. Oh, daraus könnte wieder schwierig werden, Mann. So, jetzt lieber noch eine Hydra drauf spielen. Ja, wir spielen noch eine Hydra drauf. Jetzt noch eine Snake vielleicht. Das war lucky. Das war sehr lucky. Das, aber ja, jetzt haben wir den auf jeden Fall. Und den Boss relativ easy auch. Okay, überhaupt nicht easy. What? Das war so knapp noch. Wie? The Golden Goose. Richtig clean. Wir richtig viel auf Snakes rollen. Und auf Hydras gleich. So, jetzt sollten die gleich nur noch. Genau, jetzt müssen die nichts mehr theoretisch Geld. Ja, perfekt. Sollten jetzt vielleicht so viele Hydras drauf und wie es geht, oder? Weil jetzt kommen halt fast die Hydras. Ah, nee, ist egal. Kannst jede Runde einfach nicht machen. Okay, wir hauen jetzt jede Runde die Hydras drauf, die kommen. Und dann immer die Snakes, die da sind. Und dann hoffen wir, dass es sich vielleicht ausgeht. Aber ich glaube, es ist ehrlich schwer. Es wird echt schwer. Wir haben viel Gold, wir haben viel Gold. Das geht klar. Wir machen nächste Runde. Wir noch 2 Kronen auf, falls wir verlieren. Okay. Die erste Runde kann man eigentlich nicht verlieren. Bam, bam. So, voll viel Gold. 2 Hydras zum Stacken. Ich spiele alle Snakes und alle. Okay, Chests spielen wir auch noch, wenn eine kommt. Ich habe überlegt, man könnte. Aber oh, wir hätten vielleicht einen Duster spielen können. Dann ist jeder Roll nochmal nicht weggeworfen. Oh nee, 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 wir wollen jetzt das so spielen. Komm schon. Komm schon, noch ein Snake, hallo. Komm schon, oh, Hydra drauf. Lohnt sich die Chest noch? Sind das auch 3 Runden? Ne, das sind dann 4, die man spielen muss. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es kommt noch eine Chest. Oh, perfekt. Perfekt. Jetzt haben wir ein richtig großes Einkommen. Jetzt bekommen wir richtig viel Cash. Jetzt bekommen wir richtig viel Cash. Aber die guckt die Whales jetzt, die guckt die dringend halt jetzt relativ weit ein, auch gerade am Anfang. So. Jetzt. Das nochmal. Jetzt kommen wir in viel mehr Hydras und Ding nochmal. Okay, bam, bam, bam. Wir haben immer noch 18 Gold zum Rollen, das ist echt clean. Jetzt halt auch mal die Chance voll hoch auf den Snake. Perfekt. So, komm. Noch 1, 2 Snakes. Ich weiß nicht, aber ja, man muss ein Dice Tower spielen, dass die nicht so unnötig sind, die Rolls. Weil denn, man rollt halt sehr viel dabei. Weil es geht ja nur um die Rolls theoretisch. Und wenn man dann einen Dice Tower spielt, dann lohnt sich das, glaube ich, schon sehr gut. Die kommen jetzt schon sau weit einfach. So. Hydras drauf. Für die Snakes.
Bei sowas ist, bin ich irgendwie immer unlucky, weil man halt. Ah, ist okay, ist ja jetzt nicht so unlucky. Das macht schon Sinn eigentlich. Aber es fühlt sich unlucky an. Weil es upgradet so die ganze Zeit und es halt echt, könnte echt öfters eine Snake sein. Vor allem letzte Runde. Die Frösche gehen halt auch alle theoretisch verloren, ne? Aber das Ding ist, ich habe es schon die ganze Zeit probiert, mit Frosch das auch zu spielen. Mit Frosch ist es aber halt nochmal schwerer. Da muss man dann wirklich mit dem Removals mehr machen. Okay. Die Wave geht. Der Typ mit den 23 Damage ist immer ein Problem. Okay, das geht. Geht noch klar. Und wieder die Hydras drauf. Wir sogar eine so bekommen. Jetzt hier die Snakes. Nice Hydra. Komm schon. Ach, das ist jetzt so schwer, das zu schaffen. Ich glaube, es ist jetzt sehr, 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 sehr schwer. Noch eine Hydra. Schade, keine Snake, Mann. Und mit dem Dice Tower wird sich das ausgehen, glaube ich. Aber dann ist halt, überlegt man. Man muss halt überlegen, ob mit dem Dice Tower, ob man das spielen will, weil dann ist es halt nicht nur dieses Hydra-Türme-Zeug. So, Hydras drauf. Snake haben wir auch direkt. Im Moment geht sich noch relativ gut die Runden. Aber ab Runde 19 wird es vor allem schwierig, weil da kommt immer diese Dreierrunde, wo am Anfang einer dieser Dinge vorläuft. Diese Ratte, was das ist. Oh, nice. Also, einfach eine Snake, so eine Hydra. Lustig. Nice, noch eine Snake. Nein. Nächste Runde. Oh, ist schon lustig. Guck mal, die können wir jetzt nur bis zum ersten Turm. Alter, das ist gerade strong. Das ist strong. Wir könnten es, glaube ich, holen. Alter, die kamen nur ein Hydra besiegt. Der Boss wird halt unglaublich schwer, glaube ich. Aber mal gucken. Der Boss ist leider gegen Snake sehr, sehr gut. Was ein bisschen belastend ist. Ansonsten ist halt. Oh, nice. Ansonsten ist halt das, der Snake Effizienz unglaublich hoch. Weil der hier gibt allen auf dem Feld 4 bis 6 Schaden mehr. Das ist halt so heftig. Okay, schade. Wie weit kommen die jetzt? Ah, ist jetzt schon die erste 2 Runde, ja, ne? Okay, die kommen halt nicht mal. Der macht halt einen, also so richtig wie. Also, diesen ist komplett useless. Weil die halt so wenig Schaden machen, dass sie halt nicht mal Schaden machen am Anfang. Das ist richtig gut. Das bräuchte ich, denke ich, auch beim Boss, dass er keinen Schaden macht. Müssen wir eigentlich nicht den ersten am meisten upgraden? Weil der Boss dann noch am wenigsten Schaden macht und der dann am meisten Damage macht? Ich glaube schon. Grade ich den ersten ab. Okay, mein Ziel ist jetzt Snake nochmal eins hoch und dann noch die vordere Hydra auf jeden Fall eins hoch. Komm schon, noch. Wir wollen jetzt noch einmal wenigstens eine Segel 3. Noch eine. Aber die Rolls sind gegen uns. Was? Oh. Okay, nice, eine. Zwei Butler. Okay, nice, noch eine. Okay, es geht klar. Noch eine Snake nächste Runde und die Hydras haben wir gleich sowieso. Die machen noch ein bisschen Schaden, die Geister. Ein bisschen. So, und jetzt müssen wir die noch eins hoch. Und am besten die Snake noch eins hoch, mindestens. Komm schon. Kommt noch eine Hydra. Oh, nice. Das ist okay. Keine Ding weg. Back Snake nochmal drauf. Snake. Mach ich doch. Kostet halt 0. Ist ja egal. Oh, das wäre OP, wenn wir den Hydra noch eins hochbekommen würden. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, aber. Oder Snake. Oh mein Gott. Das könnte theoretisch noch funktionieren. Wir brauchen uns doch 2 Snakes. Oder 2 Hydras. Okay, das sieht schlecht aus. Oh. Lester Roll.
Schade. Schaffen wir den Boss oder nicht? Ich weiß es nicht. Macht 28 Schaden am Anfang. Ich habe auch schon 19. Das sieht wieder schlecht aus. Oh, oder? Oh Gott. Wir haben ihn! Wir haben den Boss besiegt! Alter, let's go! Wir haben den Boss besiegt. Okay, gute Runde, wir haben es geschafft einfach. Ich bin stolz, ich bin glücklich. Hydra Snake Bit hat funktioniert. Das ist nice. Das ist cool. Dann wünsche ich euch aber guten Abend und wir sehen uns für nächstes Mal. Ciao!